Hallo, mein lieber Stier, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Stier. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Stiere. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. So, zwei Positionen brauche ich noch und dann geht's auch schon los. Das sieht ja ganz wunderbar aus auf den ersten Blick, mein lieber Stier, auch auf den zweiten Blick. Natürlich zeigt sich ja auch das ein oder andere Thema, das wir uns hier näher ansehen werden. Und ich würde sagen, wir starten hier jetzt direkt beim Anfang. Da sehe ich, dass dein Umfeld aktuell eine sehr große Rolle spielt, ja. Also das zeigt sich hier ganz prägnant im Zeitraum der Gegenwart. Ja, das reicht ein bisschen in die Vergangenheit und ein bisschen in die Zukunft. Ja, plus minus ein paar Tage. Und hier geht es um ein Treffen, das kann natürlich auch ein Termin sein, das kann auch zufällig sein, mein lieber Stier. Ich tippe hier schon auf gewisse Zufälle, denn hier soll sich etwas Positives ereignen. Du sollst hier etwas erhalten, also vermutlich, denke ich, eine Information wird das sein, wenn ich mir das so ansehe, die für dich sehr hilfreich ist. Ja, da geht es um irgendeine Thematik, über der du schon länger brütest. Und da, so wie ich das sehe, wird dir hier etwas gegeben. Das kann auch ein weiterer Kontakt sein. Ja, das sehe ich ja auch für manche, wo es ja darum geht, dass hier irgendeine Problematik aufgeklärt werden kann. Wir gehen jetzt mal in die Außenschau. Wir schauen ja auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und hier sehe ich auch dieses Thema. Und das ist jetzt wirklich spannend, denn in der Steinbock-Legung hat sich etwas Ähnliches gezeigt. Ja, also deshalb mein Hinweis an alle, die vielleicht im eigenen astrologischen Profil Steinbock enthalten haben. Vielleicht lohnt es sich, da auch einmal reinzusehen. Ja, also ich sehe hier, wie gesagt, schon schon eine ziemliche Parallele, was das hier betrifft. Da sehe ich, dass du hier ein Thema in dir trägst und das tendenziell schon länger, von dem andere oder vielleicht niemand wirklich Bescheid weiß. Ja, also das ist irgendetwas, das in dir arbeitet. Und genau was dieses Thema betrifft, ja, das soll sich jetzt in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit, vielleicht hat es sich auch schon ereignet, das kann durchaus auch der Fall sein, aber ich habe hier das Gefühl, das kommt bei den meisten erst. Zeigt sich hier, dass sich hier etwas verändern soll, ja. Also hier liegt auch die Dankbarkeit dabei, was für mich hier in diesem Zusammenhang bedeutet, hier ein Thema, das dich lange beschäftigt hat oder das für dich sehr lange schwer war, das transformiert sich jetzt in eine gewisse Zufriedenheit, ja. Also so fühlt es sich für mich an. Da würde ich sagen, schauen wir jetzt mal in die Blockaden, die sich hier zeigen. Was ist herausfordernd? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert dein Vorankommen? Da haben wir hier auf deiner Ebene gleich den Hinweis, irgendetwas ist unklar, ja. Also
da bin ich mir wirklich sehr sicher, mein lieber Stier, dass es hier um diese Information geht oder dieses, ja, ich denke, es ist eine Information, die du hier erhalten wirst, die dazu führt, dass hier etwas in eine Klarheit kommt. Ich vermute aber, dass das hier bei manchen noch ein weiteres Thema ist. Ja, da geht es um irgendetwas oder da geht es um mehrere Themen. Ich würde sagen, holen wir uns hier noch einen Impuls, das wollen wir uns doch ein bisschen näher ansehen. Okay, also es geht hier um das Thema sich alleine fühlen. Also das kann jetzt bedeuten, neue Kontakte knüpfen oder sich über eine Thematik austauschen, die ich eben hier auch sehe, wo sich hier gezeigt hat, du trägst hier irgendetwas in dir und tendenziell weiß hier kaum jemand davon. Ja, also da sehe ich etwas, da soll sich etwas verändern. Was ich auch sehe, ist, bei manchen kann es hier tatsächlich um eine neue Begegnung gehen. Ja, das kann hier tatsächlich auch die Liebe betreffen oder eine neue Freundschaft, aber dazu kommen wir dann natürlich in den Lösungsimpulsen und wir gehen jetzt mal weiter. Und auch das ist wirklich sehr, sehr spannend, mein lieber Stier. Es geht hier darum, ja, dass du hier durch eine bestimmte Person, also so wie es hier auch liegt, dass sich hier eine Art Möglichkeit eröffnen kann oder dass du hier einen Weg erkennst durch diese Person. Also entweder bietet dir diese Person eine Möglichkeit an oder sagt oder macht etwas, wo dir dann plötzlich klar wird, wo es für dich weitergeht. Und ich sehe hier, also es geht hier für einige eben auch um die eigene Berufung, um die eigene Bestimmung, ja, die hier ins Rollen kommen soll, ja, wo du hier auf einen grünen Zweig kommen sollst. Und das sehe ich ja auch in Verbindung mit deinem Umfeld. Also das ist wirklich spannend. Bei manchen kann es ja auch darum gehen, wenn vorhanden, dass hier der eigene Partner, die eigene Partnerin hier mit demnächst etwas sagen könnte oder dass dir hier etwas klar wird. Ja, also das nehme ich ja auch ganz stark wahr, dass dazu führt, dass sich hier diese Schwierigkeit auflöst. Also alles deutet darauf hin, dass diese Thematik hier demnächst aufgelöst werden kann. Wir gehen jetzt noch auf die Ebene des Umfeldes. Wir schauen uns ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder eben einer ganz bestimmten Person zu tun hat. Die anderen beiden Positionen lasse ich ja diesbezüglich immer offen. Und da sehe ich auch, dass dir hier demnächst etwas bewusst werden soll bezüglich einer bestimmten Person. Und da geht es darum, dass hier jemand etwas gemacht hat in der Vergangenheit. Ja, also jemand hat sich hier irgendwo eingemischt, hat hier gegen dich gearbeitet und das soll sich hier zeigen, das soll hier in eine Klarheit kommen, dir bewusst werden. Vielleicht, also ich denke, dass du hier wahrscheinlich schon etwas vermutest, denn ich habe hier nicht das Gefühl, dass das komplett geheim ist. Ja, es fehlt hier noch irgendwie ein Stück dieser Wahrheit. Und das ist hier aktuell auch noch blockiert, soll sich aber zeigen, ja. Also irgendjemand hat hier etwas gemacht, gesagt oder getan. Das kann beispielsweise auch eine Art Intrige sein. Ja, hat hier künstlich eine Schwere für dich erzeugt. Und das ist auch etwas, das sich zeigen soll. Für manche, ja, das möchte ich auch hinzufügen, kann das auch durchaus sein, dass das schon sehr, sehr lange her ist. Ja, also dass hier vielleicht wirklich etwas aufgeklärt wird, dass vor vielen, vielen Jahren geschehen ist, ja, aber das betrifft nur eine kleine Gruppe. Ja, dann schauen wir in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Gehen wir jetzt gleich hier auf deine Ebene. Ja, das Universum sagt, es ist wichtig, sich auf das Neue zu konzentrieren. Und bei manchen geht es ja tatsächlich darum, dass ja auch der Wunsch besteht, neue Kontakte zu knüpfen. Für manche geht es ja auch tatsächlich um die Liebe. Achtung, das sagt das Universum, es ist wichtig, sich dem zuzuwenden, sich dem auch zu öffnen, ja, damit hier auch etwas geschehen kann. Und es geht ja auch darum, unter
Menschen zu gehen, unter Leute zu gehen, sich zu treffen, sich auszutauschen, ja. Also das kann jetzt zum einen ein neuer Kontakt sein, ja, neue Freundschaft, neue Partnerschaft, beruflicher Kontakt etc. Das kann aber auch eine neue Leidenschaft betreffen, ja, eine Tätigkeit. Für viele geht es ja hier auch um die Berufung, um die Bestimmung, ja, dass man hier einen, ja, vielleicht auch einen Lebenstraum umsetzt. Und auch hier verweist das Universum auf das Umfeld, ja, und dass es wichtig ist, sich mit anderen auszutauschen. Das heißt natürlich nicht, dass man hier die Meinung von anderen übernehmen soll oder dass andere alles besser wissen, sondern dass dieser Austausch sehr beflügelnd ist. Beziehungsweise, was natürlich logisch ist, wenn man neue Kontakte knüpfen möchte, ist es natürlich klar, dass es wichtig ist, dass man dann auch, dass man auch rausgeht und greifbar ist, dass dementsprechend auch Kontakt hergestellt werden kann. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, ja, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass dieses Thema, das in dir arbeitet, vielleicht eben genau das hier ist, ja, das jetzt real werden kann, wo es hier vielleicht eben auch darum geht, dass wir hier diese Thematik hier noch einmal in den Lösungsimpulsen bekommen, wo dir hier etwas gegeben wird. Also das, was du hier anstrebst, das soll hier zu dir gelangen, eben durch den Austausch mit anderen Menschen, ja. Also vielleicht stehen hier auch einige Feierlichkeiten in der nächsten Zeit an, mein lieber Stier. Das ist natürlich auch möglich. Schauen wir mal weiter. Ja, da geht's jetzt auch, also da geht's ja um dieses individuelle Thema, eben bei manchen die Berufung, die Bestimmung oder eben ein Lebenstraum. Etwas, das für dich wirklich sehr, sehr wichtig ist. Für manche ist das ja auch etwas Berufliches, was ich sehe, wenn ich so weiter schaue und das Universum sagt, das, was sich hier querstellt, hat mit deiner Vergangenheit zu tun. Da gibt es etwas, an dem hältst du noch immer fest. Und vornehmlich hat das hier auch mit einer anderen Person zu tun. Das würde man hier bei manchen vielleicht auch gar nicht in eine direkte Verbindung bringen mit dieser Angelegenheit. Ja, das ist irgendetwas, das dich beschäftigt. Ja, also das Universum sagt, das ist etwas, das bereits geschehen ist. Das kann auch schon lange her sein. Und das, was jetzt entscheidend ist, ist, sich bewusst zu machen, wie lange ist denn das schon her? Und sich dann auch auf das Loslassen einzulassen. Bei manchen geht es ja eben auch um das Verzeihen, um das Vergeben. Achtung, wenn sich das hier zeigt, ja, ich weiß ja natürlich nicht, was hier vorgefallen ist. Da geht es mehr darum, diesen Prozess zu starten, wenn es ja um das Verzeihen geht, um das Vergeben. Das ist hier sehr wichtig, ja, denn es geht ja mehr dann darum, wenn du sagst, das kann ich jetzt noch gar nicht fühlen, da ist es wichtig zu beschließen, ich möchte es aber fühlen, also ich möchte an diesen Punkt gelangen und die Entscheidung loszulassen, zu verzeihen, ist dann hier besonders wichtig. Das ist dann ein Prozess, der gestartet wird, den man dann durchläuft, bis man an den Punkt kommt, wo man eben dementsprechend dann auch endlich loslassen kann. Schauen wir mal weiter. Wir gehen jetzt noch auf die Ebene des Umfeldes und ich habe hier auch den leisen Verdacht, es geht hier um diese Sache, die du hier erhalten sollst. Und das ist jetzt auch sehr spannend. Also das ist etwas, das auf dich zukommt. Ja, also bei manchen hat es hier tatsächlich mit den Finanzen zu tun, denn diese Karte hat eben auch mit Finanzen zu tun. Das kann eben auch etwas sein, das unverhofft zu einem kommt. Ja, etwas, mit dem man nicht rechnet. Es ist auf jeden Fall sehr wertvoll, also das kann auch eine wertvolle Information sein, die du erhalten wirst durch eine andere Person. Deshalb ist es aktuell besonders wichtig, mein lieber Stier, hinzuhören, zuzuhören. Was sagen die anderen? Ja, worüber wird hier gesprochen? Denn ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht etwas ist, das beiläufig in einem Gespräch passiert. Ja, dass man hier über irgendetwas redet. Ja, und plötzlich fällt eben ein Wort, eine Phrase, ein Satz und plötzlich ergibt hier etwas Sinn.
Ich denke aber schon, in diesem Fall ist es bei den meisten etwas ganz Konkretes, ja. Also das ist ja eine positive Entwicklung, die ich wahrnehme, die auch positive Wellen schlagen kann. Denn das, was ich hier auch sehe, ist, dass das hier auch davon abhängt, was macht man dann aus dieser Information, ja. Also das ist ja auch sehr wichtig. Und das, was hier offenbar auch entscheidend ist, ist, dass diese Information dazu führen wird, dass diese Blockade fällt, ja, wo hier jemand in der Vergangenheit auf irgendeine Art und Weise eingegriffen hat, mein lieber Stier. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ganz zentral liegt hier der Erfolg, mein lieber Stier. Was bedeutet, du bist hier, so wie ich das sehe, bist du hier bereits schon mitten in einem Aufwärtstrend, ja? Und das Universum wirft diese Karte auch immer wieder aus, wenn man sich gerade in einer herausfordernden Situation befindet, ja? Denn da geht es darum, dass der Trend bergauf geht, aber dass das eben auch in Wellen kommt und dass du vermutlich gerade in einer dieser Talsohlen bist, was nicht bedeutet, dass du hier gescheitert bist, sondern dass du hier auch wieder an einen Wendepunkt kommst, ja, also oder beziehungsweise hier kurz vor diesem Wendepunkt bist. Also ich habe das Gefühl, es geht hier um diese Sache, die du hier erhalten wirst, diese wichtige Information, die spielt ja für mich eine entscheidende Rolle. Es geht ja auch eben darum, dieses eine Thema aus der Vergangenheit ein für alle Mal loszulassen, hinter sich zu lassen, diesen Prozess des Verzeihens, des Vergebens zu starten. Ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung und da sehe ich eben auch diese Blockade gelöst, ja, wo es ja um einen, für manche eben um die Berufung, die Bestimmung geht, eben ein Lebenstraum, vielleicht auch etwas Berufliches, ja, also da wirst du eine Bewegung spüren, das ist nicht allzu weit entfernt. Gehen wir mal auf deine Ebene. Da habe ich jetzt zweimal den Hinweis, dass hier etwas beendet wird. Ja, ein Ende steht hier an. Hier haben wir eben eine Engelszahl, die 999. Und Engelszahlen in meinen Legungen stehen ja auch immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen. Und die 999, es steht für das Ende eines solchen Zyklus und da steht eben auch, hier wird etwas finalisiert werden, abgeschlossen werden. Ja, also es geht hier wirklich um irgendeine Thematik, die hier, glaube ich, auch noch blockierend wirkt. Ja, vielleicht hat sich das ja auch schon in der Legung gezeigt. Also irgendetwas wird hier abgeschlossen. Ja, vielleicht eben auch ein Kapitel deines Lebens und es kommt dann ein neues Kapitel. Denn mit einem Ende kommt auch immer ein Anfang. Ja, es geht hier nur darum, das, was hier noch wie ein schwerer Brocken auf dir lastet, das wird hier abgeschlossen oder das schließt du hier besser gesagt ab, denn es geht, wie gesagt, ja auch immer um das eigene Tun, um das eigene Handeln. Was mache ich aus diesen Informationen? Und das ist auch sehr schicksalhaft, da sehe ich auch eine große Erleichterung. Und dieses Ende, das findet auch in einer dieser Talsohlen statt. Ja, und das ist auch wirklich wichtig. Irgendetwas soll abgeschlossen werden. Du sollst dich auch schon dem Neuen zuwenden. Ja, soll das Ganze hier sehr positiv beflügeln. Und du wirst dann eben auch erkennen, was hier abgeschlossen werden soll. Ja, was dich hier vielleicht eben auch abbremst. Wir gehen jetzt noch auf die Ebene des Umfeldes und hier sehe ich, dass bestimmte Dinge ins Rollen kommen oder endlich ins Rollen kommen. Da sehe ich eben auch hier diese Blockade, wo sich hier einiges quergestellt hat, mein lieber Stier. Hier kommt Bewegung rein und was ich hier auch sehe, ist, dass hier eine Entscheidung gefällt werden kann oder gefällt werden soll. Ja, also eine Entscheidung steht hier an und das kann man dann eben auch umsetzen, weil sich hier etwas bewegen soll. Und das hat hier eindeutig mit dieser Blockade zu tun, ja.
Für manche könnte das auch eine rechtliche Angelegenheit sein. Vielleicht steht hier auch ein Gerichtstermin an. Da wie immer mein Hinweis, ja, eine Kartenlegung kann natürlich zu keinem Zeitpunkt eine professionelle Rechtsberatung ersetzen. Ja, diese Themen zeigen sich gerne in den Legungen. Ja, dann spreche ich es auch an. Insgesamt geht es darum, dass du hier eine klare Entscheidung treffen kannst. Vielleicht hängt das hier eben auch mit diesem Ende zusammen. Ja, irgendetwas sollst du hier eben noch erfahren und das ist eben sehr wahrscheinlich, ja, dass sich das hier in Bälde zeigen wird. Eine wirklich aufregende Legung, mein lieber Stier. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.